Karin Doppelbauer von den Neos spricht jetzt. Hohes Haus. Ich muss sagen, ich schließe mich hier meinem Vorredner an. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir diesem Thema zum Antrag zur Hofschlachtung heute eben im Parlament einstimmig beschließen werden. Es ist ein Antrag, den ich zum ersten Mal 2018 ins Plenum eingebracht habe und auch diskutiert habe seither. Und bin jetzt wirklich froh, dass eben durch die Zusammenarbeit, die konstruktive Zusammenarbeit im Landwirtschaftsausschuss, aber auch dann im Gesundheitsausschuss es möglich war, das hier heute eben einstimmig abzustimmen. Und worum geht's? Vereinfacht, es geht eben um diese Ermöglichung, dass man eben im gewohnten Umfeld der Tiere hier eine Schlachtung vornehmen kann. Und es geht auch auf der anderen Seite um vernünftige Rahmenbedingungen für regionale und für teilmobile, mobile Schlachtungen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation aus unserer Sicht. Warum? Es ist Win für den Konsumenten, es ist Win für den Landwirt und ja, natürlich ist es eine Win-Situation für das Tier. Damit möchte ich auch anfangen, ich glaube, das liegt uns allen sehr am Herzen. Es geht einfach hier wirklich darum, dass man unnotwendige Tiertransporte, die das Tier ja stressen, die sind das ja nicht gewohnt, dass sie da auf einen Transporter rauf müssen, dass sie dann, wenn es blöd hergeht, über mehrere Stunden sozusagen herumgeführt werden und dann vielleicht auch noch am Schlachthof warten müssen, salopp gesagt, bis dass sie drankommen. Das ist natürlich Stress für die Tiere und das wollen wir tunlichst vermeiden. Und deswegen ist es natürlich eine großartige Geschichte, das hier zu ermöglichen. Es ist aber auch eine Win-Situation für den Konsumenten. Und warum ist es das? Weil natürlich durch den Transport und durch diesen Stress ja auch Stresshormone im Fleisch zu finden sind. Das kann man ja auch nachweisen. Das wird hier natürlich reduziert und ist deswegen auch sehr gut. Und ganz im Ernst, alles, was lebende Tiere von der Straße bringt, ist generell einfach gut und sinnvoll. CO2-Reduktion, jeder Kilometer, der unnötig gefahren wird, auch das ist natürlich ein Vorteil. Und drittens ist es ein Vorteil für die Landwirtinnen und für die Landwirte, weil es natürlich wieder eine direktere Kontrolle über den Verarbeitungsprozess ermöglicht und damit auch mehr Wertschöpfung generiert werden kann. Wir haben ja gesehen, nicht nur in der Krise, sondern auch schon über viele Jahre, man sieht es im grünen Bericht, dass die Einkommenssituationen von Landwirtinnen, die diversifizieren und vielleicht eben auch betrieblich hier vermarkten, Direktvermarktung machen, dass hier zusätzliche Einkommenszweige sich eröffnen, die auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und am Ende des Tages ist uns Neos auch besonders wichtig, dass die Bäuerinnen und Bauer weniger von Förderungen abhängig sind, sondern mehr für die Arbeit, wirklich mit der Arbeit, die sie eben jeden Tag verrichten, dass sie hier ihr eigenes Einkommen generieren können und diese Abhängigkeit kleiner wird. Was es aber noch zusätzlich brauchen wird, ist Stichwort Aufklärung und Ernährungsbildung. Wir müssen, und das muss bereits in den Schulen starten, wir müssen von diesem viel und billig, gerade beim Fleisch, wegkommen. Wir müssen hin zur Nachhaltigkeit und zur Qualität. Und wenn ich Qualität sage, dann meine ich nicht nur, dass der pH-Wert beim Fleisch stimmt und dass natürlich alle hygienischen Voraussetzungen vollkommen erfüllt sind, davon gehe ich aus, das ist ganz klar. Mir geht es da auch darum, dass das Tierwohl von der artgerechten Fütterung, von der artgerechten Haltung bis eben hin zum Schlachten im gewohnten Umfeld, dass das hier wirklich sehr, sehr ernst genommen wird. Und es geht mir auch darum, dass es eine faire Entlohnung für die Landwirte und für die Landwirtinnen gibt, die das hier ermöglichen, weil das natürlich sehr viel mehr Aufwand ist. Zusammenfassend, ich freue mich wirklich sehr über die breite Unterstützung dieses Antrages. Und wenn wir hier das Verbindende vor das Trennende stellen können, dann werden wir noch viel für die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land erreichen. Vielen Dank. Karin Doppelbauer von den Neos ist erfreut darüber, dass der Antrag zur Hofschlachtung im Parlament von allen Parteien angenommen wird. Sowohl Konsumenten als auch Landwirte und die Tiere würden davon profitieren.